Ja, ich bin heute hier auch wegen Frau Wessling, einer Bonnerin. Und unsere Solidarität in Bonn gilt ganz besonders ihr. Es ist gerade ja mitgeteilt worden, dass jetzt die Anklageschrift nach fast 10 Monaten vorliegt. Die Anklageschrift ist 60 Seiten stark. Und da stehen aus ihrem beruflichen Umfeld ganz viele Dinge. Es ist ja schon gesagt worden, sie war beruflich für den Bereich Integration zuständig. Sie sollte sich um diesen Personenkreis kümmern. Und jetzt gibt es 60 Seiten Hinweise. Ich gehe davon aus, dass die Hinweise nicht eine eigene Recherche des türkischen Staates sind, sondern möglicherweise auch eine Zuarbeit hier von Verfassungsschutzorganisationen. Das finde ich besonders skandalös, dass immer noch offensichtlich Verfassungsschutzorganisationen in Deutschland zuarbeiten der Türkei. Das kann so nicht richtig sein. Auch von dem, was eben gesagt worden ist über die Frage Interpol. Es kann nicht angehen, und da ist ja Doğan Akanlı so ein typisches Beispiel dafür, dass deutsche Staatsbürger oder Menschen, die hier ein Aufenthaltsrecht haben, von diesem türkischen Staat auf die Interpol-Liste gesetzt werden, dass die keine Information darüber haben, nicht konfrontiert werden mit dieser Situation, dass sie auf der Interpol-Liste stehen, sondern einfach in ihrem Urlaub ins Messer laufen und dann dieser türkische Staat versucht, sie dort zu schnappen, ohne dass sie vorgewarnt sind, ohne informiert zu sein, denn diese Interpol-Ersuchen sind natürlich auch bekannt bei den deutschen Polizisten oder bei der deutschen Polizei. Auch das ist ein weiterer Skandal. Leider muss ich feststellen, dass die Türkei Rechtsstaat überhaupt nicht mehr da ist. Ich war jetzt kürzlich noch im März bei dem Verfahren gegen den Oberbürgermeister von Diyarbakır. Das war eine absurde Verhandlung, ist gesagt worden, ich bin Jurist. Sowas habe ich überhaupt noch nicht erleben können, dass da Staatsanwaltschaft und und Richter auf einer Bank sitzen, nichts zu einem Tatbestandsaufklärung machen, sondern am Schluss nur sagen, dieser Oberbürgermeister hat als Arzt einen Menschen am Blinddarm operiert, der angeblich PKK-Kämpfer war. Deswegen ist er für 9,5 Jahre verurteilt worden. Seine Vorgängerin, bei deren Prozess ich auch war, bei dem ersten Teil des Prozesses, da ist der zweite Teil jetzt im September, der wird vorgeworfen, dass sie eine Wasserleitung in ein Dorf gelegt hat, wo auf dem Friedhof mehrere PKK-Kämpfer liegen sollen. Solche absurden Vorwürfe sind in der Welt. Und wozu dienen sie denn? Sie dienen doch dazu, Mandatsträger der HDP, die immerhin mit über 10% gewählt worden ist im Parlament, so zu kriminalisieren mit absurden Vorwürfen, dass sich keiner mehr traut, für die HDP zu kandidieren. Und mit der Absetzung von Bürgermeistern ist ja immer verbunden, auch dass Staatskommissare eingesetzt werden und sodass die lokalen Räte, die eben auch mit HDP-Leuten mit Mehrheit besetzt werden, einfach nur aufgelöst werden. Es soll keinen Spaß mehr machen, für die HDP sich zu engagieren. Das ist so die türkische Vorstellung von Herrn Erdogan. Dagegen werden sich die Menschen aber wehren, weil sie ja wissen, was da los ist. Und deswegen kann das kein richtiger Weg sein. Natürlich ist das erst recht kein demokratischer Weg. Natürlich ist das erst recht kein Weg von einem NATO-Partner. Und deswegen muss alles dran gesetzt werden, dass die Bundesregierung sehr viel ernster hier Konsequenzen zieht. Hier im Fall Wessling, aber auch in vielen anderen Fällen. Herr Wallraff hat eben darauf hingewiesen. Ich hoffe gerade, dass auch der Fall Wessling aus Bonn hier weiterhin erörtert wird, dass er bundesweit erörtert wird und dass wir gemeinsam es schaffen, so viel Druck auszuüben, dass hier tatsächlich ein einigermaßen gerechtes Verfahren stattfindet. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich die Verfahren in der Türkei inzwischen genossen habe. Gleichwohl muss Druck ausgeübt werden von Deutschland in diesen Fällen. Es kann nicht so weitergehen, dass wir so tun, als ob überhaupt nur ein Hauch von Rechtsstaatlichkeit in der Türkei vorhanden ist. Das ist leider nicht der Fall. Vielen Dank.